In der Altbausanierung sollte man auf die richtige Auswahl des Estrichs besonderen Wert legen. Es bieten sich Zementestriche oder Fließestriche an. Der Fließestrich hat viele Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Zementestrich. Er hat ein geringes Flächengewicht, ideal also auch bei Holzkonstruktionen. Auch in der Verarbeitung zeigt der Fließestrich seine Vorzüge. Die Verarbeitung wird nicht auf den Knien bewerkstelligt, sondern kann im Stehen verbracht werden, was natürlich für den Verarbeiter selber ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und natürlich die Verlegeleistung, die Tagesleistung kann bis zu 1000 Quadratmeter und noch mehr im Tag mit Fließestrich eine große Fläche verarbeitet werden. Fließestrich kann bis zu einer Fläche von 300 Quadratmeter ohne Dehnfuge aufgebracht werden. Bei der Verarbeitung beim Fließestrich kommt es vor allem auf die Vorarbeit drauf an. Die Vorarbeit muss so ausgestattet sein, dass eine dichte Manne hergestellt wird. Das heißt also, ich muss den Unterbau dementsprechend abdichten, mit Folien abdichten, als auch den dementsprechenden Randdämmstreifen einbauen. Randdämmstreifen hat seine Aufgabe, dass sich der Estrich ausdehnen kann bei einer Erwärmung durch die Fußbodenheizung. Er muss sich bewegen können. Das sind einfach die Vorzüge auch dann beim Fließestrich. Aber wichtig ist auch, dass beim Einbau auf die Überwässerung geachtet wird. Fließestrich darf nicht überwässert werden. Dazu gibt es ein dementsprechendes Ausbreitmaß. An dieses Ausbreitmaß muss man sich halten, weil wenn überwässert wird, gibt es an der Oberfläche vom Fließestrich eine Sinterhaut und die muss dann vor jeder Belegung, egal mit welchem Belag, ob Fliese oder PVC oder Holz, muss diese Sinterhaut entfernt werden. Gerade in Verbindung mit einer Bodenheizung ist Fließestrich ideal. Eine derart satte Ummantelung der Heizrohre kann mit einem Zementestrich nicht hergestellt werden. Zementestrich hat natürlich Nachteile bei der Fußbodenheizung, weil er ist poröse, es sind sehr viele Hohlräume im Gefüge und natürlich auch der Wärmeleiter selber wird nicht so satt ummantelt wie beim Fließestrich und die Rohrüberdeckung zusätzlich ist mindestens um 1 Zentimeter mehr, also ich muss schon von vornherein mehr Masse mit aufheizen und das natürlich wiederum sind übers Jahr gesehen beziehungsweise über die Nutzungsdauer gesehen durch erhebliche Mehrkosten beim Energieaufwand. Neben der Auswahl der Estriche ist auch die richtige Wahl der Betone entscheidend. Bei der Verarbeitung beim Beton kommt es natürlich auf die Festigkeitsklasse drauf an. Das ist einmal das Ausschlaggebende beim Beton, sind einfach die Qualitäten. Da sind einfach von der statischen Seite her, ist auch der Statiker dafür verantwortlich, dass er die dementsprechende Betonqualität verwendet. Da gibt es sehr viele Qualitäten mittlerweile im Betonbereich, aber speziell in der Althaussanierung ist ausreichend, wenn ein Beton der Güteklasse C30 verwendet wird. Also das heißt, er hat 30 Newton Druckfestigkeit im Alter nach 28 Tagen. Und solche Betone können für Unterfangungen, für Stiegenpodeste, für Stiegen und Ähnliches verwendet werden.